Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Clicker Heroes. Oh mein Gott! Der Bart ist weg. Ist so passiert. Irgendwie, keine Ahnung. Oh Gott, ich habe völlig etwas vergessen. So. Das Wichtigste vergessen hier. Gerade so gedacht, ach naja, bin ich hier gleich ganz easy am Start. Und starte die Aufnahme. Vergesse völlig die Musik im Hintergrund. So, die läuft aber auch wieder. Ich bin ein bisschen weiter fortgeschritten als ursprünglich geplant. Und warum zur Hölle? So, die 30 Frames braucht da auch niemand. So, bin etwas weiter fortgeschritten als geplant. Und zwar stehen wir jetzt kurz vor Level 135. Also eigentlich sind wir bei Level 135. Das schaffen wir im Moment aber noch nicht. Ganz überraschenderweise. Uns aber auf jeden Fall ein bisschen Frostleaf leisten. Außerdem sind in 8 Minuten alle Skills soweit wieder auf Cooldown. Das ist ganz nice. Holy shit, der Junge wird ganz schön teuer. So, Level 135, ich weiß gar nicht, machen wir Level 135 noch? Lohnt sich das? Ich bin mir nicht sicher. Ich hätte mir für All that money I had, wahrscheinlich besser noch irgendwie Level gekauft. Nun ja. Egal, mit Level 135 und den Skills gleich kriegen wir das Geld wieder rein. Ich habe mir gedacht, es macht jetzt einfach überhaupt keinen Sinn, euch irgendwie nochmal Level 100 bis 130 irgendwie so zu zeigen, weil auch da passiert natürlich nicht wahnsinnig viel Spannendes. Wir haben natürlich für Omid, der übrigens, also, wo haben wir denn Scroll, scroll, scroll. Und das gute Vieh basiert übrigens auf irgendwas aus League of Legends, habe ich mir sagen lassen. Keine Ahnung, spiele ich nicht. Könnte auch Dota gewesen sein, aber ich glaube, es ist League of Legends. Naja, für den haben wir natürlich eine Hero Soul bekommen, dann hatte ich einen Primal Boss mit dabei, der eine Hero Soul gegeben hat und 6 Hero Souls bekommen wir für die gut 12.000 Hero Level, die ich inzwischen zusammen habe. Und ich frage mich, ob ich jetzt schon ascenden sollte oder nicht. Ja, wir nehmen Level 135 vielleicht auf jeden Fall nochmal mit. Dann. Ah, das sind 4 Level, das geht auf jeden Fall irgendwie. Dann 1200 Level noch irgendwie zusammenkriegen. Dann müssen wir mal gucken, wie viel Gold wir denn haben. Schauen wir gleich mal nach. Auf jeden Fall, der nächste Ancient wird definitiv Sialatas, was so ein bisschen von See You Later kommt. Die ganzen Ancients haben übrigens lustige, also naja, Bezüge zu irgendwelchen Sachen. Meistens, nicht alle. Baal bezieht sich auf, naja gut, Baal ist halt Baal, ne? Baal kennt man so. Iris weiß ich gerade nicht. Fortuna bezieht sich natürlich ganz klassisch auf die römische oder griechische Göttin des Glücks? Ich bin mir gerade nicht sicher. Eine von beiden auf jeden Fall. Und es gibt auch Vargur, das ist The Ancient of Impatience. Das finde ich besonders cool. Den haben sie benannt nach einem User von Reddit, der ständig nachgefragt hat, wann Version 0.12 rauskommt. Also wirklich sehr, sehr häufig. Und das ist jetzt quasi das ältere Wesen der Ungeduld. Ich finde es sehr, sehr großartig. Ich mag sowas. Ja, naja, also als nächstes holen werden wir uns auf jeden Fall den hier, eben für den 25 DPS Idle Bonus. Das ist ganz gut. Der wird uns ein bisschen was kosten. 4 Hero Souls. Das heißt mit der Ascension, naja, wenn wir noch auf 9 hochkommen, dann haben wir dann 4 wieder abgezogen, landen wir dann zumindest bei 12. Das ist noch nicht so, so toll, aber nun ja. Das ist dann eben so.
jetzt 8 Tage her, dass ich den ersten Klick gemacht habe. Und schon fast 2 Tage, dass ich hier... Ah, stimmt, ich habe ja gestern überhaupt nichts aufgenommen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich habe gestern nur stumpf weitergespielt. Sonst nicht viel gemacht. Das ist auch so eine Sache... Naja, das kriegen wir irgendwann automatisch, also... So eine Sache. Wenn ich das jetzt noch weiter eilen gelassen hätte bis heute Abend und mich erstmal mit GTA 5 beschäftigt hätte, dann... Ja. Naja, egal, lassen wir das. Und ich habe irgendwo gelesen, dass alle Helden, die ab hier oder hier nachkommen, irgendwie Power Ranger-themed sind. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe auch noch keine Ahnung, was uns da erwartet, aber allein bis wir uns den leisten können, das... naja. Ferne Zukunft. So, Countdown, laufen wir ein bisschen schneller ab. Wir können uns natürlich hier bei Grant erstmal natürlich noch ein bisschen was leisten. Nicht, dass das hier... Oh, das bringt noch ganz guten Schaden zu. Das ist okay. Achso, das war auch 25 DPS für alle. Okay. Das war jetzt nicht so erfolgreich, aber okay, besser als nix. Lohnt sich das hier? Ich weiß nicht, so einen Riesenunterschied macht das jetzt auch nicht mehr. Also Level 35 packen wir auf jeden Fall. Level 140 wird wahrscheinlich eher nichts. Nach wie vor. Ich glaube, da brauchen wir schon so um die 20 Hero Souls. Wobei ich gern einen weiteren Gilded Hero hätte. Das würde mich ein bisschen sehr glücklich machen. Brauche ich gar nicht erst probieren. Brauche ich... Keine Ahnung. Naja, halt locker jetzt mal das 10-fache an Schaden, was ich im Moment mache. Nee, das... Nee. Macht so einfach keinen Sinn. Aber eigentlich... wobei, macht das Sinn? Nein, macht das im Moment noch nicht. Das macht auch dann eigentlich keinen Sinn. Es ist halt so, der Ancient ist eigentlich total super. Also, ne? Aber wir geben dann halt 4 Hero Souls aus, verlieren quasi 40% Schaden, um dann 25% dazu zu kriegen. Das ist schon wieder so. Aber irgendwann ist es halt schon einfach sinnvoll. Countdown noch 1,30. Okay. So, spare ich das Gold oder kaufe ich mir Frost? Nee, Frostleaf kaufe ich mir erstmal nicht dazu. Bringt ja auch nichts. Level 135 schaffen wir mit den Skills aktiv sowieso. Von daher... sehe ich dann lieber zu, dass wir hier mal auf die... Es guckt so geil. Es fällt mir jetzt erst auf. Ha, großartig. So, ich möchte bitte auf jeden Fall meinen nächsten Skill energizen. Überlegen, ob ich dann die Golden Clicks nehme oder den Clickstorm. Wahrscheinlich macht der Clickstorm einfach mehr Sinn. Ach, whatever. So, 15 Sekunden noch, dann kann ich hier gleich schon mal den Farm-Mode ausmachen. Den haben wir mal ganz locker weggeraucht. Und das gibt auch angenehm viel Gold, muss ich sagen. Ich finde das gut. Ich finde das richtig gut.
Oh Gott, gleich fällt mir der Finger ab vom Klicken. So, geschafft. So, was können wir denn? Dich auf jeden Fall. Du bist mir noch ein bisschen teuer. Dich auf jeden Fall, dich auf jeden Fall. Das geht auch noch mal. Das kann ich mir auch erlauben. Du gehst mit, du gehst mit. Du gehst auch mit. So, dann sind wir bei... Na okay, 150 noch. Das ist schnell gemacht. 100. Bam, so. Send for 9 Hero Souls. Ja, ich glaube, es macht einfach Sinn. Ich habe in Wirklichkeit auch keinen Bock, jetzt weiter zu eilen. Und in Wirklichkeit kommt man hier auch relativ schnell wieder hin. Macht schon irgendwie Sinn. Ja, das heißt... Ascension, ja bitte. Das heißt, Summon Ancient, ja bitte. Als nächstes was Cooles. Ah, okay, den holen wir uns als nächstes auf jeden Fall. Den guten Libertas, der kostet dann aber schon 8 im Einkauf. Das heißt, da müssen wir diese Runde ganz gut farmen, auf jeden Fall. So, Auto Forward an und ab geht die Luzi. Endlich mal wieder was zu tun hier, nicht die ganze Zeit eilen lassen. Wobei, eilen lassen können wir gleich. Ich bin gerade ein bisschen am Schwanken, was kostet denn der im Upgrade? 2. Ja, scheiße. Die 2 habe ich über. Sind wir zwar nur noch bei 10, aber der 50% Eile-Bonus. Überzeugt mich. So. Ich habe mir vorhin nochmal ein Video angeguckt, was leider mit einer unfassbaren schlechten Stimme unterlegt war, weil es halt so, oh, ich lass mal Google meinen Text vorlesen, Kram war. Also wahrscheinlich nicht Google, aber irgendwie sowas in die Richtung. Irgend so ein Tool. Und das war einfach richtig hart anstrengend. Aber der gute Herr, schätze ich mal, dass es einer war, hat dann einfach mal Level 1 bis 200 in 15 Minuten gemacht. Der hat allerdings auch schon ein paar tausend Hero Souls gehabt. Von daher geht das hier leider noch nicht ganz so schnell. Jetzt ist Klicken eigentlich auch schon wieder ineffektiv, oder? Ja, eigentlich schon. Standen da gerade noch 2 Gegner ineinander? Das war so, glaube ich, auch nicht geplant. Ich habe es übrigens mal eingestellt hier in den Settings, Show Individual Hero DPS, also dass hier direkt der Schaden angezeigt wird, den die machen. Finde ich irgendwie ganz gut, so das braucht 500, das machen wir mal. Schaffen wir das? Ja doch, müsste eigentlich auf jeden Fall machen. Ja, auf jeden Fall. Zwar nicht ganz so zügig, aber das schaffen wir auf jeden Fall. Eine gute Sache. Das Schöne ist bei der nächsten Ascension, waren wir es denn? Hier. Bei der dritten Ascension kriegen wir dann nochmal 50 Start-Klick-Schaden. Damit kommen wir auch da dann schon ein bisschen zügiger weiter. Also das können wir uns leisten. Schaden ein bisschen aufpowern. Sehr schön. Und die macht 400. Die holen wir uns auch gleich nochmal mit dazu. Was habe ich eigentlich noch in der Tasche? Ah. Zahnarzttermin. Nicht immer eine erfreuliche Sache, aber ich war vorhin mal zur Kontrolle da. Hab mir dann gleich den nächsten Kontrolltermin geben lassen, weil ich sonst so eine Sachen, ich schiebe eigentlich nicht gern Sachen vor mir her, aber Zahnarzt schiebe ich irgendwie ganz gerne. Zahnarzt macht keinen Spaß. Meistens. Aber es ist dann immer so, wenn ich dann schon mal einen Termin habe, gehe ich halt auch hin. Deswegen lasse ich mir den nächsten Kontrolltermin dann immer gleich geben, auch wenn er dann noch ein halbes Jahr hin ist.
Aber ich will hier eigentlich auch nicht über wirsche Zahnarztsachen reden, sondern zusehen, dass wir ein bisschen weiterkommen. Und den Wandering Fisherman, den können wir uns auch bald leisten. Ich bin ein klein bisschen traurig, dass wir hier so von den ersten vier Helden nicht wirklich einen bekommen haben, der irgendwie gilded ist. Das macht mich ein bisschen traurig, aber gut, so ist es. Und das im Moment selber umzustrukturieren, ist mir einfach massiv zu teuer. So, Platz mal weg. Dankeschön. Naja, gut. Hier sieht man jetzt übrigens Idle, was dann eben nochmal 50% Schaden dazu gibt. Wenn ich jetzt einmal auf das Monster klicke, seht ihr, geht das gleich wieder weg. Jetzt müssen wir eine Minute warten, bis wir uns das wieder leisten können, aber es ist halb so wild. Wir kümmern uns jetzt erstmal um das Upgrade. Dann bringen wir den hier mal auf 25. Nehmen das Upgrade noch mit dazu. Mit rein. Also hier draufklicken darf man, so viel man will, auch während es idelt, Helden kaufen, Upgrades kaufen, überhaupt kein Thema. Nur eben den Monster Schaden machen durch Klicks, dann zählt es nicht mehr als idlen. Wie teuer ist das denn? 16.000. Das machen wir aber auch gleich nochmal. Dann nochmal 5. Naja, gut, ist dann so. Ah, schön. 5.555. Das heißt, wir landen gleich bei 11.110. 11.111, okay. Die 1 konnte ich nicht voraussehen. So, du bist auf Level 10. Dich hätte ich ganz gerne auf Level 10, wenn ich ehrlich bin. Verdoppeln wir da den Schaden nämlich auch nochmal. Du musst dann mal relativ zügig auf Level 25. Ja, das sind doch Schadenswerte, die ich gern habe. Und dann kaufen wir als nächstes Betty Clicker. Wenn wir mit dem riesen Troll-Oger hier mal durchbinden. Wenn wir damit durchbinden, ja. Genau. Komm, wir ignorieren das, geh weg. Betty Clicker mit dazu, die macht dann auch schon mal 5.000, das ist okay. Oh, 75 kostet mich 91.000, das ist nicht eben wenig. Dann kriegen wir hin. Das kostet dann nochmal 40, auch das geht relativ schnell. Das gibt nämlich auch nochmal einen ganz netten Schadenszuwachs. Von ungefähr 20.000, mehr sogar. Sehr schön. So, dann wird es hier Zeit, dich mal auf Level 50 zu bringen. Was leider ein bisschen teuer wird. Wobei geht. So, dann 25.000, die haben wir jetzt auch schon wieder. Zack, nehmen wir mit. Also das ist immer so, man hat so entweder zwei Helden auf Level 1 oder einen auf 1 und zwei Helden auf Level 10 und zieht den Rest dann halt so stufenweise hinterher. Dann kommt man nämlich auch relativ flockig vorwärts. Sieht's da aus? Ach, da können wir uns gleich schon den nächsten leisten. Na, das machen wir mal. Sobald der Boss hier. Oh, kriegen wir den? Weiß ich nicht. Wird knapp. Wird knapp, aber sollte was werden. Danach können wir uns wahrscheinlich Leon leisten. Der übrigens eine Anlehnung sein soll, auch vom Beschreibungstext her. This walking lion creature seems friendly enough, but something seems very unnatural about it, especially its face. Soll eine Anlehnung sein an den Löwen aus dem Zauberer von Oz. Habe ich gelesen. Wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen, aber. Okay. Aber in der Tat sah das Gesicht vom Löwen in Zauberer von Oz ein bisschen seltsam aus.
Also zumindest in dem Film von 1939, ich glaube. Den man übrigens unbedingt gesehen haben sollte. Auch wenn er von 1939 ist. Guck den verdammten Zauberer von Oz, ist großartig. Knapp werden. Na doch, das passt. Sehr schön. So, du brauchst 1000. Das ist mir eigentlich gerade fast ein bisschen zu viel. Aber Sinn machen würde es. Andererseits, wie sieht es denn hier oben aus? So, du kommst mit. Du kommst mit. Die kommt auch mit. So, was kostet das? 400, 200 und 100. Also brauchen wir 700. Das haben wir. Und jetzt können wir nämlich den tollen Button nehmen. Bei All Available Upgrades. Und dann haben wir die drei gleich auf einmal gekauft. Sehr schön. So, dann können wir Sid langsam auch mal leveln. Dann machen wir nämlich auch... Naja... halbwegs vertretbaren Klickschaden. So, wie sieht's aus? Du noch was dazu. Erstmal 10 dazu und dann gleich nochmal 5. Ja, ich glaube, den schaffen wir nicht. Nicht ohne ein bisschen zu idlen. Ne, das ist definitiv zu langsam. Okay, dann haben wir hier unsere erste kleine Grenze erreicht. Hier nochmal 5 drauf, da nochmal drauf. Hier nochmal 10 Level drauf. Ja, das Schnäppchen hier, ne? Da müssten wir jetzt eigentlich genug... Ja doch, dann haben wir jetzt auf jeden Fall genug Schaden für die 30. Okay, das ging relativ zügig. Nochmal 25 mit. So, den Tentakel machen wir noch platt und dann ist auch gut für diese Folge. Dann haben wir da eigentlich schon wieder ganz gut was geschafft. Eine weitere Ascension. Müssen wir noch zusehen, dass wir hier unten ein bisschen weitermachen. Ja, ihr könnt mir auch ja mal sagen, wollt ihr halt möglichst viel vom Run sehen oder wollt ihr eher so die Ascensions sehen und dann gucken, wie schnell es dann nach der Ascension weitergeht, um so ein bisschen den Fortschritt zu sehen. Wollt ihr das komplett alles sehen oder, also ich bin jetzt eher so drauf, dass ich jetzt halt wieder ein bisschen was rauslasse. Und also für mich selber so ein bisschen weiterspiele und dann so ab, ja, wahrscheinlich Level 130 oder so wieder einsteige, um zu gucken, ob wir nachher dann mal irgendwie Level 140 vielleicht schaffen. Das wäre jetzt so meine Idee. Ansonsten kann ich aber natürlich auch gern noch drei Folgen dazwischen klemmen, wo wir uns mühsam bis Level 140 oder 135 hinarbeiten. Lasst mir einfach mal einen Kommentar da, also jetzt bis zur nächsten Folge... wird das, also, Moment, wie beschreibe ich das? Also bis diese Folge hier rauskommt, werde ich die nächste schon aufgenommen haben. Das heißt, da kann ich da noch nicht drauf eingehen. Aber für zukünftige Folgen auf jeden Fall mal, würde mich das sehr interessieren, wie ihr das gerne hättet. Wir können hier auf jeden Fall mal weitermachen. So. Und ja, ne, wenn ihr da eine Meinung zu habt, lasst mir gerne einen Kommentar da. Ansonsten, wie üblich, vielen Dank fürs Zugucken, einen angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein.